Also wenn wir Beispiel sehen, sagen wir mal, Aufstieg Dynamo Dresden 2021, exakt das gleiche Muster. Enthemmte Jugendliche, viel Alkohol im Spiel, Pyrotechnik im Spiel, Angriffe auf den Staat, kein Respekt vor Polizei. Am Ende, glaube ich, 54 verletzte Beamte. Das ist ein komplett anderer kultureller Hintergrund, weil ich glaube nicht, dass sonderlich viele Migrantenfans von Dynamo Dresden sind, bei einer Migrantenquote von 2% in Sachsen. Das bedeutet, wir haben es hier nicht in erster Linie mit einem kulturellen Problem zu tun, sondern mit einem Problem von sozial Schwachen, von Menschen, die sich nicht an Regeln halten wollen, auch an diesen typisch deutschen, diese Verabredung zum Exzess, die es ja gibt in der Silvesternacht, die es gibt im Karneval, in gewisser Weise an der Weihnachtsfeier. Die Leute, die diese Regeln, die da aufgestellt worden sind, von der Gesellschaft einfach brechen und Straftaten begehen. Und die müssen verhindert werden und denen muss klargemacht werden, so läuft es nicht. Aber wie sollen diese Menschen Respekt haben? 145 mutmaßliche Täter wurden da festgenommen. Im Beitrag wurde das auch gesagt. Wir wissen jetzt auch ein bisschen was zu der Herkunft dieser mutmaßlichen Täter. Die sind aber alle wieder auf freiem Fuß. Das passt doch auch nicht zusammen.